Hallo Welt, da sind wir wieder und wir gehen nun zurück zu unserem Auftraggeber. Jawohl, der Auftraggeber, der kann was hören jetzt von uns. Und, ach was, die sind da? Nee, hier ist aber auch noch. Ach so, ich habe einfach nur den Pin dahingestellt. Das Zeichen, die Markierung habe ich hier auf Sanctuary gestellt. Ja. Okay, Ten Pines Bluff. Da müssen wir hin. Jawohl, schnell reisen. Mal sehen, mit dem Kram, den wir jetzt gesammelt haben, können wir doch bestimmt noch so eine Selbstschussanlage oder sogar einen Rekrutierungsleitpfahl dorthin stellen. Ich weiß immer noch nicht, wie das Ding in Wirklichkeit heißt. Ich sage immer irgendwas einfach. Ich Moment mache mal. mir nicht viel aus Good Neighbor. Da gibt's nichts als Ärger. Ja, ich habe nichts gesagt diesmal. Der Witz ist nur beim ersten Mal witzig. Also beim zweiten Mal ist er nicht mehr spontan Konntest du und diese Gule erledigen? auch nicht mehr witzig. Siedler, konnte ich diese Gude erledigen? Werden wir erfahren. Und zwar. Ich habe diese lästigen Gule erledigt. Wirklich? Das sind großartige Neuigkeiten. Siehst du? Siehst du, Preston? Sprich mit Preston. Preston, wenn du jetzt noch mal so eine Aufgabe für mich hast, dann werden wir die auch annehmen. Okay. Hey, zeig es mir. Was jetzt? Ich habe Nachricht von einer Siedlung erhalten, die von Raidern bedroht wird. Ich markiere es dir auf deiner Karte. Geh dorthin und finde raus, was sie wollen. Wir könnten mehr Siedlungen brauchen, die uns unterstützen. Raider-Probleme bei Außenposten. Simonia, das sind die einzigen, die immer Stress haben, oder? Dieses hier und Simonia. Mich wundert es ja, dass diese, wie heißt das, Ten Pine Sunshine Kooperativ, dass das ihren Kooperative, dass das hier, Abernathy Farm hat sich auch noch nie beschwert, ganz am Anfang mal, aber dass hier Sunshine Tidings Kooperative, dass die nie Probleme haben, das wundert mich ja besonders. Walden Pond abgeschlossen. Na toll, jetzt muss ich. Wieso muss ich hier hin? Außenposten Simonia. Was haltet ihr denn davon? Wir nutzen diese frisch angefangene Folge, um hier noch ein bisschen für Sicherheit zu sorgen. Also ich wäre dafür, vielleicht kommen dann auch nicht andauernd hier Beschwerden über Ghule und so ein Scheint Blödsinn. wirklich was zu werden. Also, bevor wir das jetzt weiter ernten und nicht mehr laufen können, versuchen wir einfach noch ein bisschen Sicherheit reinzubringen. Irgendworan muss es ja liegen, dass die hier keine. Dass die andauernd hier Probleme haben mit irgendwas. Schutz 5 haben sie. Wir haben aber so einen Posten hier noch nicht, oder? Energie 0, genau. Dann bauen wir doch hier erstmal so ein Rekrutierungs. Wie heißt das hier stets nämlich? Rekrutierungsfunkleitstrahl. Ah, dafür fehlen die Schaltkreise. Aber ich habe doch so viel Kupfer, fehlt auch. Wie fühlt sich dein Hals an? Tut's noch weh? Besser als vorher. Oh gut, ich weiß ja, wie sehr dir das zu schaffen gemacht hat. Oh, hat sie Halsschmerzen gehabt? Schade. Ja, ich sehe hier jetzt auch keine Waffen, Werkbank, nichts. Aber so ein Geschützteil können wir hier vorsichtshalber nochmal aufbauen. Und zwar genau hier neben dem Wasser. Hier vorne an die Ecke. Da wäre ich doch für. Ja. Ich weiß nicht, ob das was bringt, aber wir werden sehen. Das war's dann auch erstmal. Wir müssen erstmal eine Waffenwerkbank finden, um unsere Waffen dann zu ent ja, zu auseinander zu auseinander zu nehmen. Um sie auseinander zu nehmen, verflixt. Deutsche Sprach, schwere Sprach. So viel zu ernten. Was macht ihr denn hier? Haben wir das letztens alles angepflanzt? Habe ich das dahingestellt? Und hier neben war noch was mehr. So ein Flaschenkürbisse. Preston. Das ist eine Mauer. Springen! Er möchte nicht auf mich hören, kann ich verstehen. Wenn ich die Chance hätte, würde ich auch nicht auf mich hören.
Wie sieht's denn hier mit Wasser aus? 3 Wasser ist ein bisschen wenig. Schutz 10 jetzt. Noch mehr Schutz? Wie wär's damit? Dann haben wir aber nichts mehr für die nächsten. Schaltkreise fehlen. Ja gut, da müssen wir ja erstmal ein bisschen was auseinandernehmen, aber vielleicht können wir noch so einen Wachposten hier postieren. Direkt hier in die nächste Richtung, hier so hin. In die Richtung gucken. Joa, da ist zwar jetzt noch keiner drin, aber könnte irgendwann mal sein. Und hier in diese Richtung. Und irgendwann bauen wir mal eine Mauer hier drumrum. So. Ja, es passiert eben langsam hier etwas. Also so schnell geht das alles nicht. Rom, wie ein Freund von mir immer sagt, Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut. Ja, also auf zum Außenposten. Da drüben sehe ich ihn schon übrigens, glaube ich, dass er das ist. Simonia? Nein, falsche Richtung. Da müsste er liegen. Okay, wir nehmen aber dennoch die Schnellreise. Raider-Probleme. Na, wir müssen auf jeden Fall, bevor wir da jetzt irgendwie auf Mission gehen, erstmal groß abladen. Ja, wenn du etwas stiehlst, wird der Besitzer normalerweise versuchen, sich den Gegenstand zurückzuholen. Wenn das nicht möglich ist, könnte er angreifen. Simonia. Wo ist die Frau mit den Melonen? Mit der Melone auf dem Kopf, meine ich. Ich hoffe, du weißt, wie viel du für uns getan hast. Ja? Keine Ahnung, wie viele Blasen ich möchte mit dir sprechen. Wir haben hier ziemliche Probleme. Ich hoffe, du kannst helfen. Wir haben Probleme? Ich will nur ein bisschen handeln. Klar. Nee, möchte ich gar nicht. Haben die Minutemen dich geschickt? Yep. Du hast eine komische Frisur. Aber ich frage, wo ist das Problem? Natürlich, komm zur Sache, was ist los? Wo ist das Problem? Nee, was ist los? Ja, ich bin hier, um zu helfen. Was ist los? Es gibt da eine Raider-Gruppe, die uns einfach nicht in Ruhe lässt. Sie rauben unsere Lebensmittel und unsere Vorräte. Sie drohen uns mit dem Schlimmsten, wenn wir ihnen nicht geben, was sie wollen. Wir wissen, wo sie sich versteckt haben, aber wir können es nicht mit ihnen aufnehmen. Wie viele, könnte ich fragen? Ich sorge dafür, wie immer, gut oder keine Sorge. Soll ich gut sagen? Was passiert denn dann? Noch mehr Raider. Auch gut. Wir sind für die Hilfe wirklich dankbar. Okay, jetzt habe ich aber wirklich alles, was man antworten kann, schon wenigstens einmal beantwortet. Oder, ja. Und ich hoffe, dass das dann bald jetzt wirklich ein Ende nimmt. Denn irgendwann Sanctuary Hills, die haben sich ja sehr selten gemeldet. Ich wusste, du würdest uns helfen. Lass uns ein paar Sachen tauschen. Okay. Sie sind anscheinend ansonsten hier sehr zufrieden. Ach, Quark. Hallo, Freund. Preston. Er flirtet schon wieder. Und wir gucken mal nach den Werkstätten der Außenposten. Simonia braucht mehr Schutz. Ich bin aber nach wie vor dafür, dass wir 3 Leute an der Red Rocket Raststätte. Ich flipp aus. Das ist doch mal eine gute Nachricht. Ich schlage vor, dass wir in Sanctuary Hills, dass wir da erstmal den Schutz weiter ausbauen. Nur wie viel von diesen Dingern soll ich denn da noch aufbauen, bitteschön? 16 Leute, da sind auch wieder ein paar dazugekommen. Essen müssen wir da noch ein bisschen anpflanzen, Energie sollten wir noch ein bisschen aufbauen. Alles so um die 100 mal hochbringen, obwohl die Betten, 20 Betten, ja ich weiß nicht, die Moral ist irgendwann mal gesunken vor etlichen Folgen und ist bei 81, hat sie sich dann eingependelt, bleibt da jetzt einfach. Schutz, wir müssen da mehr Schutz nach Sanctuary Hills hinbringen. Ja gut, auf der Karte zeigen und dann dahin. Wir müssen nämlich sowieso abladen und das werden wir jetzt noch tun. Den Rest der Zeit verplempern wir damit, dass wir eben abladen, Waffen auseinandernehmen und auch Rüstung. Um eine Granate oder einen Molotow-Cocktail zu werfen, musst du ihn ausrüsten und dann die Schlagtaste bzw. starke Angriff-Taste drücken. Ich glaube, wir sollten mal hier
Das ist schon weg. Sonst hätte ich die Fußmatte einmal gedreht, damit wir nicht immer in Richtung Haus hier zu uns kommen, wenn wir hier rüber reisen, sondern... Scheint wirklich was zu werden. Sondern in Richtung Stadt. Ja, es wird auch gerade Tag. Bis wir fertig sind, ist bestimmt wieder Nacht. Okay. Ja, 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 ja. Mehr Schutz brauchen sie. Aber erstmal zerlegen wir... Nein. Wir legen erstmal unsere... Nein, das machen wir auch nicht. Wir haben ja letztens festgestellt, da müssen wir die... Wie heißen sie denn? Was baust du da? Ich versuche mich nützlich zu machen. Wir müssen die Favoriten dann neu zuordnen. Ich will einen erwachsenen Mann im Selbstmitleid ertrinken sehen. Oh ja. Das ist sehr männlich. Oh mein Gott. Seit wann sind wir Macho? Unter die Machos. Jammern, wenn es nichts mehr zu jammern gibt. Naja, das zerlegen wir jetzt. Zwar Sturmgewehr. Ich frage mich, wo ich das aufgesammelt habe. Oder trage ich das die ganze Zeit mit mir rum? Ich hoffe, das sind nicht unsere einzigen Sturmgewehre. Denn irgendwie... Das war alles, was ich auseinandernehmen kann. Dieses hier noch. Aber das ist so ein... das ist schon... Das hat schon was. Wir haben ja dieses hier. Das ist das gleiche, oder? Nur anders. Wir können ja... Nee. Naja, ich sammle das mal. Oder was meint ihr? Soll man das sammeln? Ich glaube schon, besser ist es. Okay. Werkbank herstellen. Mal sehen, was wir alles auseinandernehmen können. Hier. Die Raider-Rüstung brauchen wir nicht mehr. Können wir das hier auch modifizieren, wenn da ein Stern hinter ist? Na, tatsächlich. Ich kann Taschen dran montieren. Das wäre doch gut schon mal. Taschen sind gut. Die bauen wir jetzt da dran. Und wir haben sowieso Material. Dafür haben wir genug Material. Bräuchte Kleber, Leder und Stoff. Dafür brauchen wir also Leder für Taschen. Gut, zu wissen. Lackiert können wir auch noch machen. Standard. Ach, es ist lackiert. Ach so. Die anderen Sachen, warum können wir die nicht machen? Weil uns Rüstmeister Rang 2 fehlt. Okay. Tatsächlich. Ja, ansonsten können wir hier gar nichts zerlegen weiter. Auch von den Waffen nicht. Also gehen wir mit E hier wieder raus. Und schmeißen jetzt alles, was wir jetzt noch nicht mehr brauchen. Wow, hier rein, wollte ich sagen. Jetzt habe ich schon wieder aus Versehen irgendwas aufgenommen. Den Armeehelm hier. Lagern. Halstuch behalten wir. Milizhut behalten wir auch mal lieber. Also hier in die Mülltonne kommen dann Sachen rein, die wir vielleicht irgendwann mal verkaufen können, wenn wir denn etwas höher geskillt sind. Im Moment macht Handeln nämlich noch nicht so viel Sinn für uns. Die Sachen sind viel zu teuer und wir kriegen viel zu wenig für unser Zeug. Dann war bei den Waffen doch noch einiges zum Ablegen hier. Das brauchen wir. Molotow-Cocktail brauchen wir. Splittergranate. Wie, so wenig Waffen hier nur? Ja, dann können wir hier gar nichts ablegen. Das wär's dann schon. Dennoch wollte ich mal sehen... Wir haben ja in der vergangenen Folge irgendwann mal vor 10 Folgen oder sowas haben wir ja mal dazu aufgerufen, die Sachen umzubenennen hier. Ja. Damit das etwas schneller geht. Ich werde mal gucken, ich gehe mal davon aus, dass man die öfter umbenennen kann. Und deswegen gucke ich jetzt mal, dass ich schon mal bis dahin, bis wir denn hier einen vernünftigen Namen haben, versuche, die Machete umzubenennen. Zum Beispiel, die liegt auf 2 bei mir. Auf 2 umbenennen mit so einem Unterstrich hier. Und das hat geklappt. Okay. Genauso machen wir es hiermit. Umbenennen. Schallgedämpft. Das liegt auf 1 bei mir. Ich bin nicht die einzige Person, die jemanden verloren hat. Okay. Ich vermisse ihn nur so sehr. Ein bisschen abkürzen. Weil das anscheinend dann sonst zu lang wäre. Die liegt auf 1, also 01 geht nicht. Die kann ich gar nicht umbenennen. Das ist ja interessant.
Unser kleines Sanctuary-Projekt hat geholfen. Doch so. War immer noch zu lang. 0,1 mm mit Schalldämpfern. Ja, schade, das hätte ich gerne lieber stehen gelassen, aber gut. Und den Rest... Ups. Den Rest benennen wir in der nächsten Folge am Anfang gleich um. Denn diese Folge ist jetzt schon vorbei. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Freue mich über Daumen, die ich bekomme unter den Videos. Über Kommentare natürlich auch. Über Abos ganz besonders. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.